Moment, wo mir Hugo Abruf gesehen hat, war ich am Anfang ein bisschen erfeiert und immens aufgeregt. Wir waren aber richtig hoffrisch, dass uns Arbeit so wert kriegt wird dadurch. Das ASBL die hat am Anfang schafft an drei verschiedene Volleien. Einerseits medizinisch, die andererseits Education und dann Infrastruktur. Wir sind lo aktiv an der Education, wo wir als hauptsächlich Schulen zuvor Dauphin kümmern, notamment de Collège Vincentien Mariac zu Fort Dauphin. Du als Schule am Anfang angefangen gehen von einem Pater, einem Italiener, den das für rund 40 Jahre angefangen hat, den hat Kanner von der Straße abgerufen, den er dann zur Schule gehen konnte, hat mit Kanner an einem Baum angefangen zu errichten, und dann los, als er in eine Garage gegangen und dann an ein Gebäude. Mittlerweile aus dem Gebäude hat das sich immens vergrößert, sodass viele Kinder können hier an die Schule gehen. Aktuell sind hier 1000 Schüler von Präskolär Spielschule bis eben die ersten Klassen von einem College. Ma ja, das ist aufgefallen, also die 2015, wie wir hier an die Schule gekommen sind, da waren dann Klassen mit 70, 80 Schülern an einem Saal. Und das ist ganz ähnlich wie bei uns. Du wärst ein bisschen erfeiert, wie ihn so durch die Schule halten. Ein Ziel wäre dann eben, für eine Klasse professionell zu gründen, weil es das noch nicht gibt. Und malheureusement gehen ganz viele Kinder aus der Schule raus, mit nur der 3., die da keinen Aufschluss haben. Sie können einfach nicht weiter studieren gehen, weil ihre Eltern nicht die finanziellen Mittel haben. Das wäre eben eine Idee für eine, wie in das früher genannt hat, eine Berufsschule zu gründen, für eben, dass die Schüler, die nicht so gut schulisch sind, eben dort Möglichkeit tun, für sich dort können zu entfalten, aber was dann noch wichtig ist an der Gegend. Ja, am Weg steht uns für uns alle ein bisschen, dass nicht immer verlos ist und dass man ganz viel Geduld müssen haben, wenn man zum Beispiel eine Idee haben, für dann die richtigen Leute zu treffen, die uns dann da innen können helfen, eine Person der Confiance da innen haben, weil wir sind ja dann nicht so lange da. Und eben die viel Zeit, die ihr braucht, bis das richtig und laufen könnt, war doch ein bisschen ein Problem als das Spruch. Weil sie schwätzen Malgasch und Französisch. Mir hat Französisch als nicht so immens, das haben wir auch gemerkt bei den Enseignanten. Da versteht es sich nicht immer ganz richtig. Und Malgasch ist einfach ein immens schwerer Spruch für uns zu lernen. Also die Fotos, die wir hier gemacht haben, das war am Anfang an der Hauptstadt zu Tana, wo wir uns eben so ein Center angeguckt haben, wo eben schon so Agrikultur stattfindet. Und wir waren immens positiv überrascht, weil das super organisiert ist. Alles hat seinen Platz, Jitfrey weiß, was er dort zu machen hat, das ist alles proper. Jitfrey kann dem anderen da helfen und darüber, davon waren wir begeistert. Und auch diese Idee wollen wir mit der Pförder verholen. Ich meine, am Anfang waren es 6 Mann, 5 Mann. Als wir rumgekommen sind, dann hat jeder nach der Klasse beigesetzt, das heißt, wir haben das ganze College gelassen. Und das ist einfach aufgefallen, was kann am IAL gesehen, also was Klassen, wie heißt Klassen, waren immer Männer Kanner da. Du hast da gefragt, wo sind dann die Kanner hin? Und durch Zufall haben wir mit einem Pater geschwärt, den sich ein bisschen darum kümmert, um den Garten rund um die Schule. Und das hat schon mal die Schüler geschafft, hat, für Jardinage zu machen, ein Reboisement, was ja auch ganz wichtig ist. Für Madagaskar und du hatten wir die Idee, für eben eine Ecole professionelle anzufangen. Für dass die Schüler, die dann eben nicht die Möglichkeit haben, das College fertig zu machen oder auch ihre Back zu machen, dass die auch können, haben nur wenigstens ein Zertifikat haben, dass sie meinetwegen für Gärtnerei oder Schreiner oder Elektriker. Aber schon eine Formation haben. Weil sonst kommen sie raus aus der Schule als Junge an der Hand. Also die 5000 Euro, die wir hier gewonnen haben, die investieren wir an den Projekt Ebewert Klasse Jardinage. Da gibt es ein Center.
nicht gebaut, aber angefangen, wo dann los ist, haben wir schon eine Info gemacht, dass sie 50 Schüler, die interessiert sind, die Formation dort zu machen. Das kannst du natürlich auch. Das heißt, wir müssen Material kaufen, wir müssen Formateure sichern, Formateure müssen bezahlt gehen. Und das ist ein Teil eben von dem Preis, den wir gewonnen haben, den wir daran wollen investieren. Ich hoffe, dass wir das Projekt der Agrikultur auch richtig auf die Beine kriegen. Wenn das klappt mit der Ecole Professionnelle Klasse Jardinage, eben weiterfahren, Menuiserie, Elektriker, Mechaniker. Wir helfen hier am Anfang auch dem Dorf selber oder der Stadt selber vor Dauphin, dass dann qualifizierte Leute da sind, die hier einen Job richtig können. Und das hilft ja auch den Jungen für ihre Familie zu unterstützen.